Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlichen Gruß hier aus Thüringen. Ja, wenn man meinen Kanal noch nicht geliked und abonniert hat, sollte dies natürlich auch tun. Vielen Dank natürlich auch für eure Unterstützung. Muttertag abschaffen heißt heute meine Überschrift. Und ja, wie ihr seht, bin ich davon sehr schwer beeindruckt. Da kommt ein, ja, wie möchte man denn gerne sagen, ein Forscher daher, der unter anderem auch das ja, Verfassungsgericht berät. Und dieser Herr sagt tatsächlich, Zitat, man sollte den Muttertag abschaffen und zum Elterntag umbenennen, weil die Mütter ja ihrer Arbeit nicht nachkämen und nicht gerecht werden. Jetzt die Frage da draußen an euch. Seht ihr das genauso? Also man merkt hier ganz stark, dass immer mehr versucht wird, Mutter, Vater, Kind auseinanderzutreiben, das Familienbild auseinanderzutreiben. Man versucht, ja, über gewisse Sachen, die hier zeitgleich passieren, unter anderem im Kindergarten, wo mit einmal keine Mutter- und Vatertagsgeschenke mehr gemacht werden sollen, aus dem Grund, weil ja Mutter, Vater, Kind angeblich heute nicht mehr in das Familienbild passt, wo ich mich wiederum frage, welcher pa Pädagogen den ins Hirn geschissen hat. Ja, Leute, merkt ihr was? Man möchte uns auf allen Mitteln und Wegen Traditionen abschaffen, die Familie auseinanderbringen. Und warum? Weil ein Mensch alleine schwächer ist, weil ein Mensch alleine besser lenkbar ist, weil eine Familie, die einen geschlossenen Kern bildet, so besser gespalten werden kann. Ich möchte mal gerne wissen von den Pärchen, wo tatsächlich zwei Lesben ein Kind erziehen oder zwei Schwule ein Kind erziehen, ob die sich theoretisch gesehen angegriffen fühlen, wenn ein Kind im Kindergarten ein Vatertagsgeschenk bastelt oder ein Muttertagsgeschenk bastelt. Ich möchte mal gerne wissen, wie die das handeln. Tatsächlich kann ich nur eins dazu sagen. Ich habe es selbst persönlich erlebt im Kindergarten, dass auch bei meinen Kindern damals einmal ein Vatertagsgeschenk nicht gebastelt worden ist, mit der Aussage, nicht jedes Kind hat einen Vater zu Hause. Und es sei unfair den Kindern gegenüber, die keinen Vater haben, weil die wissen ja nicht quasi gesehen, wo sie dann das Vatertagsgeschenk hingeben sollen. Also meine persönliche Meinung ist, der Muttertag bleibt Muttertag, der Vatertag bleibt Vatertag. Auf der einen Seite sehe ich so, dass viel Kommerz daraus geschlagen wird und man sollte eigentlich seine Eltern jeden Tag zu schätzen wissen und nicht nur an einem Mutter- oder an einem Vatertag. Was mir auch wichtig ist zu sagen ist, ich finde, dass die Kindergärten weiterhin Mutter- und Vatertagsgeschenke basteln sollten, weil für mich ist das die Familie Mutter, Vater, Kind. Und alles andere, was darum eine Rolle spielt, ist ja eine Sache, wo die Familie unter sich mit klarkommen muss. Ich meine, wenn jetzt dann ein Lesbenpärchen ist, was, ne, Mutter, Mutter gibt's nicht. So, da ist eine Mutter und in Anführungsstrichen die eine andere, der Vater irgendwie, keine Ahnung, wie die das handeln, ja. So, dann wird halt individuell keine Ahnung was gebastelt, was man beiden schenken kann. Man muss doch nicht Blumen für die Mutter und einen Baukasten für den Vater basteln, so wie es hier quasi dargelegt worden ist. Sondern man kann sich doch was einfallen lassen. Aber ich weiß, dass es heutzutage an der Kreativität da draußen sehr groß ja, mangelt. Und ich finde es unfassbar, wenn ich das lesen muss, ja, dass der Muttertag abgeschafft werden soll,
als Elterntag umgeswitcht, weil ja die Mütter ihrer Aufgabe nicht mehr nachkommen. Da denke ich mir, was hat dieser Vollhorst da draußen für Zeug genommen, um so eine Aussage zu tätigen? Das stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Ja? Ich weiß, dass es da draußen viele Mütter gibt, die sich den Allerwertesten aufreißen, um für ihr Kind da zu sein, um alles zu tun, dass das Kind anständig aufwächst, um dass das Kind gesund ist, dass das Kind versorgt ist und so weiter. Ich weiß aber auch, dass es da draußen Mütter gibt, denen auf gut Deutsch gesagt scheißegal ist, was mit dem Kind ist, und das tut mir in der Seele weh. Und ich kann nur dazu sagen, Leute, lasst euch das Familienbild Mutter, Vater, Kind nicht zerstören. Lasst uns weiter an den Traditionen festhalten und achtet verdammt nochmal auf eure Kinder, was denen hier beigebracht werden soll und was hier für eine Indoktrination, für eine Umerziehung momentan abgezogen wird. Ja, das sind alleine Gründe, um auf die Straße zu gehen. Ihr müsst euch langsam mal wehren. Ihr müsst lernen, Nein zu sagen. Und ihr könnt auch lernen, mit den Erziehern auch eine Diskussion einzugehen. Ihr müsst nicht alles hinnehmen. Das ist unfassbar. Also mir fehlen dazu ehrlich gesagt die Worte. Ich finde es unglaublich, in was für einer Zeit wir hier leben und was die sich hier Tag für Tag Neues einfallen lassen. Ja? Also für mich bleibt Muttertag und zwar nicht nur an dem Sonntag jetzt am 12. Mai, sondern für mich ist, ich bin Mutter jeden Tag. Und natürlich ehrt man die Mutter an diesem Muttertag, ja, für ihre Arbeit oder für ihr Wesen. Und ich denke aber, dass es an der Zeit ist, der Mutter nicht nur am Muttertag zu danken, sondern dass man halt eben öfters dankbar ist für das, was eine Mutter tut, wenn sie denn das tut, was eine Mutter tun sollte. Wie gesagt, es gibt solche und solche. Ich mache da meiner Meinung nach einen kleinen Unterschied. Ob das zu Recht oder Unrecht ist, ist euer Ding, wie ihr das seht. Aber das ist leider die ungeschminkte Wahrheit. Und ich finde es echt traurig, dass so viele Menschen da draußen das vielleicht so hinnehmen oder auch ja so akzeptieren. Und ich akzeptiere das eben nicht so. Ich finde, das ist falsch. Und ich denke, wir sollten dagegen Nein sagen und aufstehen. Und alle Mütter da draußen, habt einen schönen Muttertag, lasst euch feiern und vor allen Dingen lasst euch das nicht nehmen. Bleibt stark, bleibt standhaft und beste Grüße aus Thüringen. Ciao.